Jo, mir geht's heute weiter mit Graveyard Keeper. Ja. Was habe ich letztes Mal gemacht? Ja. Werde ich gleich sehen. Ich glaube, ich habe viel aufgebaut. Ne? Ach, ich habe die Zombies. Die Zombies, stimmt. Die habe ich gemacht. Wir haben jetzt Zombie-Hilfe. Zumindest von einem. Oder von zwei. Ich weiß gar nicht mehr genau. Haben wir schon den zweiten losgeschickt? Ja, eigentlich schon. Ach ja, nee, doch. Wir haben zwei. Ne? Der eine, der kloppt das Stein und der andere, der bringt das hier runter. Ja. Heute wollte ich mich, glaube ich, damit beschäftigen, wie ich die verbessern kann, oder? Oder hatte ich das nur gedacht? Ich versuch's mal. Ich versuch mal. Ich guck mal, wie ich heute die Zombies verbessern kann. Ja. Und ansonsten. Oh, nochmal. Eine Gedächtnistinktur muss ich versuchen zubereiten. Da brauche ich Gold. Den Legionärshelm, den gibt es beim Bauern, aber der lässt mich noch nie in sein Haus rein. Die Frau Anmut wollte. Ja, die wollte ein Theaterstück oder irgendeine Geschichte haben für ihre Aufführung. Ja, das könnte ich auch heute weitermachen. Das ist für eine Schlange, da unten einen hübschen Keller ist. Eben mit dem Händler sollte ich noch mal quatschen, aber der wollte dafür, ich glaube, 70 Freundschaftspunkte haben. Ja, ich bin noch nicht gut genug mit dem befreundet, dass er mit mir darüber reden möchte. Wie weiter vorgehen. Aber ich hatte mit dem geredet, hatte der mir gesagt, wie der Adel das Essen fand? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ist das das, was der bei mir noch was schweigt? Keine Ahnung. Hier war die Liebesgeschichte. Stimmt, die Liebesgeschichte? War hier? Ja, okay. Der Esel möchte drei Sachen haben. Ein Eselbanner, ein Wackelpudding und weiße und schwarze Farbe. Okay, vielleicht kann ich das auch mal heute machen. Weiße Farbe und schwarze Farbe und Wackelpudding ist ja kein Problem. Banner, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ich glaube, da brauche ich Seide, ne? Ansonsten hat keiner Quests. Doch, da unten noch Kloto. Ach, von dem, der muss ich noch erzählen, von der Abweisung von Kuri. Der wollte ja kein Date mit ihr. Ja, kann man irgendwie nachvollziehen, ne? Und der Marquis Theodoro, das ist der Typ da oben bei den Flüchtlingen. Der will schon wieder irgendwas verbessert haben. Ja, yeah, okay. Ich kann mal meine Notizen raus. Ich habe alle. Da waren einige. Ich sind ein paar weggerutscht oder so. So, Zombies verbessern. Ach nee, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass ich das machen wollte. Okay. Dann werde ich das doch mal gucken, wie wir die Zombies verbessern können. Kann man das vielleicht unten schon machen? Da muss ich bestimmt verbesserte Organe in die reinpacken oder so, ne? Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das so macht. Das ist nur ein Wiederbelebungstisch. Wie kann man das denn verbessern? Kleiner Totenkopf hier. Seine Chance, Auferstehungsdich. Transportation, Transportstation, ja. Eine Alchemiewerkbank für Zombies. Da können die dann Alchemie dran machen. Die Balsamierflüssigkeit 2. Da hatte ich mich letztens ja so ein bisschen eingelesen. Die Balsamierflüssigkeit, die ich schon kann. Die hier. Die fügt Totenkopf hinzu oder auch nicht. Nee, die nimmt Totenköpfe weg und die fügt Totenköpfe hinzu. Oder wie war das? Und hier Plus und hier Minus. Ja, okay. Destillat. Eine Chemiemeisterschaft.
Ein Reagent ist zusätzliches Materialien. Oha. Chirurgie. Die Toten werde ich nicht verklagen, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von wichtigen Teilen Fehler machst, ist geringer. Das ist schön. Das hätte ich gerne. Na, das hatte ich schon. Dann gibt es das hier nochmal. Das ist ja schön. Das kennen wir noch nicht. Wie kann ich denn die... Eine Doppelpritsche. Vorbereitungsplatz. Ist das vielleicht mit der Kühlung? Kann sein, ne? Hab 5 Pünktchen. Okay, keine Ahnung. Hier steht nicht, wie man Zombies verbessert. Doch hier. Diese Flüssigkeit hält den Verfall von Leichen auf. Diese Flüssigkeit verringert den Verfall einer Leiche. Die Flüssigkeit kann der Leiche auf dem Malsimtisch hinzugefügt werden, um ihre Eigenschaften zu modifizieren. Oh, einen guten Totenschädel. -2 Toten. Ah, schön. Die Flüssigkeit kann der Leiche auf dem Malsimtisch -+1 Schädel. -+1 Schädel haben wir doch schon. Jo. -+2 Schädel jeweils. Okay. Aber wie man die Zombies verbessert? Keine Ahnung, ne? Ich glaube, ich muss einfach tolle Organe bei denen reinpumpen. Oder? Ich werde das kurz mal im Internet recherchieren. Ich möchte das jetzt wissen. Weil die Arbeitseffizienz ist bei dem einen nur bei 5 und bei dem anderen ist bei 8. Das ist ja nicht hinnehmbar. Ja, man kann also einen Zombie nehmen und den kann man modifizieren. Entweder durch Autopsie am Vorbereitungsplatz oder durch Injektionen im Einbalsamiertisch. Ah, okay. Also man kann denen das Blut und das Fett entnehmen, dann werden die besser. Man kann ihnen verschiedene Injektionen injizieren, dann werden die besser. Also die Schädel, ne? Die Anzahl der weißen Schädel macht das aus. Und man kann aber auch das Gehirn, das Herz und die Innereien ersetzen mit +3 Schädelvarianten. Wie man aber diese besseren Herzen und Innereien und so bekommt, weiß ich nicht. Das könnte man ja auch bei den Geistern machen, ne? Ja, aber das war was anderes, glaube ich. Da konnte man nur mit einer Scherbe irgendwie die modifizieren. Ersetzen von Gehirn, Herz und Innereien. Ein Ruhestättengebet kann ich verwenden, um die Chance zu erhöhen, dass ich Teile mit +3 weißen Schädeln erhalte. Muss ich die Teile dann aus anderen... Hä? Muss ich die dann aus anderen guten Leichen entfernen, oder wie? +3. Ich verstehe es nicht, weil die haben ja... Nee, das verstehe ich nicht, was die hier so gemacht haben. Okay. Ich muss die Inquisitoren-Quest weitermachen. Dann kann ich sehen, was für ein Wert auf jedem Organ ist. Das wäre ja sehr nützlich, ne? Warum ist denn meine Internetqualität so eklig? Ist das normal? Doch, sind Frames ausgelassen worden. Tja. Aber geht noch. Sonst müsste ich halt Stream ausmachen und weiter aufnehmen. Das ist ja, macht ja nichts. Es beeinträchtigt ja nicht die Aufnahmequalität, sondern nur die Streamqualität. Okay. Ja gut, dann weiß ich da jetzt erstmal Bescheid. Gut, dann muss ich laut Internet das hier und das hier lernen. Damit kann man das auf jeden Fall damit kann man den Zombie best verbessern. Auf dem Tisch oder auf dem Tisch. Die Autopsie und Vorbereitungsplatz stand da. Wo ist denn ein Vorbereitungsplatz? Ist das der hier? Ja, da muss ich noch mal gucken. Was ist eigentlich mit der Leiche? Ist die noch gut? Die könnt ihr echt gut modifizieren, ne? Hätte ich jetzt, habe ich Säure schon. Habe ich das nicht schon gemacht?
Dann würde aber das und jeweils eins weggehen. Ne? Ich würde gerne, hier zum Beispiel, da kann ich das ja so machen, dass ich die Schädel wegnehmen kann. Hier zum Beispiel das da, dunkle Injektion. Ne, das ist plus. Plus ein guter Schädel. Gibt es hier auch das hier, Goldinjektion. Das würde ich gerne haben. Dann könnte ich da eine gute Leiche draus machen. Und wenn die gut ist, dann ist es aber ein guter Zombie mit guter Arbeitskraft. Naja, gut. Halte ich mir das mal im Kopf. Ich brauche jetzt erstmal Pünktchen, ne? Das heißt, wir machen irgendwas anderes. Die blauen Pünktchen kriege ich ja irgendwie durchs Arbeiten, ne? Irgendwas werde ich schon machen, dass ich blaue Pünktchen wieder bekomme. Kann man hier schon ernten? Ja, okay, dann schmeiße ich das kurz weg, was ich aufgesammelt habe. So langsam wird der Torf viel, ne? Und ach, die konnte ich auch. Konnte ich die nicht für die Lebensinjektion. Lebenspülverchen oder Saft verwenden? Ja, ich meine schon, ne? Ach so, warte mal. Ich brauche eh Dünger wieder. Ich habe gar keinen Dünger mehr. Das heißt, wir machen jetzt gleich Dünger. Ich ernte das jetzt erst und dann machen wir Dünger. Durch Dünger wird es nämlich nicht schlimmer. Ja. So. Weizensamen. Okay. Ach ja, Weizen wollte ich auch wieder jetzt anbauen. Ne? Brauche ich nämlich für Bier. Für Bier brauche ich das Weizen jetzt. Ja. Warum ist das eigentlich immer bestehen? Ich mach doch alles darüber. Oh, nee, das nicht. Okay. Komm, wir nehmen ein paar Filze mit. Irgendwann wollen die Flüchtlinge da oben ja auch wieder was zu essen haben. So, an grünen Punkten mangelt es nicht, ne? Und an roten auch nicht so. Kann ich die Zombies eigentlich schon aufgeben, dass die Eisen kloppen? Ne, die können bisher nur Stein, ne? Kann ich die Pilze hier reinschmeißen? Ja. Habe ich da nicht auch noch Pilze drin? Nö. Okay. So, haben wir noch irgendwas hier für Karotten? Die kann ich eigentlich gleich mitnehmen für den... Will ich jetzt schon wieder Leichen haben? Ja, komm. Oh, das hätte ich da in die Kiste noch schmeißen können. Komm, dann geben wir das dem Esel, dann machen wir gleich nochmal Leichen. Aber da muss ich sofort hin, ne? Weil die müssen ja gut sein. Sonst kommt da kein... Kommt da nicht mal ein Zombie raus. Sonst ist das zu sehr vergammelt. Ist das denn? Gewürzt das so? Brauche ich das eigentlich zum Kochen? So. Ah, nee, dann wollte ich ja nicht. Das hier. Wo ist denn der andere Weizen? Habe ich das schon aufgebraucht? Das hier, ne? Ich schmeiß jetzt auch da hinten in die Kiste rein. Ins Regal, meine ich. So. So, okay. Dann machen wir jetzt Dünger. Ne, wir machen erstmal Esel. Hatte ich gepredigt? Habe ich eine Predigt gehalten? Weiß ich nicht mehr. Bestimmt, ne? Bin ich so nicht schlimm. So, der Esel hat wieder Karotten. Dann bringe ich noch das Gemüse hier weg. Das Unkraut, meine ich. Was mache ich da denn damit? Hatte ich da nicht auch für einen Verwendungszweck für? Weiß ich nicht. Nein, nicht alles. So ein paar. Ich nehme mal 10 mit runter in den Keller. Hier, Torf muss ich eh wieder mitnehmen, ne? Wir nehmen mal 50 Torf mit. Ich glaube, unten ist vielleicht sogar noch was, aber. Also, so dann. Maden nehmen wir auch mit. Nimm mal 30 Maden mit. So, dann haben wir das.
Und ein bisschen was rausgenommen. Wir schon bei den Äpfeln stehen. Immer Bratäpfel machen für die. Meine Flüchtlinge rum. Apfelsaft ist jetzt nicht so der Knüller, ne? Aber Bratäpfel können die ja essen. So. Gehen wir erstmal schlafen. Aber es ist ganz cool, wenn der Esel wieder Leichen vorbeibringt. Ich brauche ja noch Schädel, ne? Wie viele Schädel brauche ich denn noch? Ich habe mir das doch aufgeschrieben. Für den Herrn Schlange. Ich habe zwei Schädel noch. Meine ich. So, was haben wir denn hier drin? Aha. Okay. Geschichte könnte ich jetzt eigentlich auch schreiben, ne? Ich habe das ja gelernt. Das kann ich jetzt eigentlich auch mal Geschichten schreiben. Ich habe hier so ein paar Sachen. Oh, hier sind Schädel. Nehme ich mal raus. Nee, nehme ich. Naja, da ist drin. Nehme ich doch raus. Nehme ich. Ich weiß doch nicht, dass hier ein Schädel drin ist. Ich habe den Schädel früher immer hier in diese Gemüsekiste da beim Bauplatz gepackt. Da packe ich jetzt wieder die Schädel rein. Ich kann mich bestimmt nicht daran erinnern, dass ich den hier drin hatte. Nee, nee. So, haben wir denn auch Gemüse hier drin irgendwo? Haben wir. Kommt doch da gemacht dazu. Guck mal, für irgendwas brauchte ich das nämlich. Hatte ich hier schon gelagert. Oder Torf, den brauche ich auf jeden Fall für den Dünger, ne? Den behalte ich jetzt mal. So, wie war denn mit dem Dünger nochmal? Lass mal gucken, hatte ich das aufgeschrieben? Bestimmt. Handmischer. Ja. Ja. Oh, der Dünger. War der, wird der hier hinten gemacht? Wo wird denn der Dünger nochmal gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ah. Na hier bestimmt nicht. Ich hatte Dünger doch immer. Hier muss ich nur was reinschmeißen, aber. Was ist das denn da? Wieso ist denn das da drin? Schwefel. Okay. Nein! Warum ist das jetzt so? Können wir das abbrechen? Oh, no. Ich mache das jetzt. Lebenspuder. Schön. Ja, hier. Warum? Das brauchen wir auf jeden Fall für den Dünger, das weiß ich doch. Lebenslösung, aber wo kann ich das jetzt nochmal? So nicht. Hier bestimmt an irgendeinem Tisch, da habe ich noch nicht geguckt. Ah, da ist es doch. Ah, und hier ist das Revolutionäres Eselbanner. Warte, der 1 oder 2? Ich meine, ich hatte irgendwie im Kopf 2. Was ist denn der hier Esel? Nee, einen. Dann brauche ich eine Seide. Habe ich die schon? Ne, habe ich nicht, ne? Ich beim Händler kaufen. Und weiße Farbe. Ja. Ach ja, hier Blut, ne? Der Vampir möchte ja auch Blut haben. Der bezahlt mir das sogar ganz gut. Habe ich noch? Ich habe nur 6 Blut. Na gut. Ja gut, Dünger habe ich gefunden. War ja jetzt nicht so lang. Welchen wollen wir nochmal? Spitzendünger, ne?
Will ich den Spitzenjünger? Dünger verbessern? Spitzendünger, so, da steht nicht dran, was es macht. Ich glaube, der Spitzendünger war es. Der bringt nämlich die besseren Crops raus hier. Und das habe ich schon nie benutzt. Ich möchte halt eine bessere Crop-Form. Das ist einfach ein Zeitsymbol. Vielleicht geht es dann einfach schneller. Keine Ahnung. Brauchst so. Ist mir doch egal. Also, Wachstumsbeschleuniger. Wachstumsbeschleuniger. Das kann man jetzt aber hier oben machen, ne? Ja. Einmal Lebenslösung und... Ah, guck mal. Nee, wir machen ein bisschen mehr. Lebenslösung war... Ach, da war da unten. Machen wir ordentlich Dünger jetzt hier. Haben wir jetzt 5. Ja, machen wir mal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dass da keine blauen Pünktchen gibt für, ne? Ich meine, das ist doch so ein Wissenschaftsding. Müsste ich eigentlich blaue Pünktchen für bekommen. Ich fühle mich ein bisschen bedrohen. War heute irgendwas Wichtiges? Nö, mit der kann ich eh nicht reden. So, Dünger. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ist schon ein bisschen wenig, ne? Ich will eigentlich mehr machen. Muss ich. Komm, wir machen immer noch mehr. Ach, geht nicht mehr. Ich bin zu erschöpft. Ist das jetzt... Irgendwie ist das laut, ne? Warum ist die Musik so laut? Habe ich das nicht letztens eingestellt gehabt? Hat sich wieder verstellt. Hat sich wieder verstellt, glaube ich. Okay. Die Leiche ist da! Ich muss da schnell hin. Haben wir 5? Okay. Wir machen aber jetzt schnell Leichen, damit die frisch sind. Ne? Dann können wir uns doch einen Zombie machen. Kommt aber auch erstmal drauf an, was das für eine Leiche ist. Ja, ist ja nicht so ganz so gut, ne? Sind nur 4. Blut musste ich entfernen. Den Schädel brauche ich. Den muss ich mir leider nehmen. Was war das noch? Fett, glaube ich. Damit die besser wird. Ja, guck mal. Hübsche Leiche. Da kann man doch bestimmt einen guten Dings draus machen. Habe ich denn noch eine... Habe ich denn überhaupt noch eine Injektion? Nee, habe ich nicht. Ich brauche noch 10 Glauben. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell hinziehen kriege. Ich könnte aber noch die Seele rausholen. Muss ich das nicht hier machen? Ich bin schon wieder gefordert, ey. Muss ich diese... Noch hier so. Okay, das kriegen wir hin. Ah, das haben wir auch. Gut. Ich jetzt. Ja. Ich würde aber schnell noch die Seele aus dem raus schleudern. Ja, der geht noch.
Ja, entweder oder, ne? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz, aber irgendwie funktioniert es. Tschüss. Viel Spaß im Jenseits. Plus 9. Oh, ich habe 40. Oh, cool. Da habe ich noch eine Scherbe bekommen, ne? Prozent. Sollte doch noch ein Zombie draus zu machen sein, oder? Cool. Ich habe eine weitere Arbeitskraft. Wie gut bist du denn? Konnte man das irgendwie sehen? Wie arbeitseffizient der ist? Das konnte man noch irgendwo sehen. Oder sieht man das erst, wenn er anfängt zu arbeiten? Passiert mir immer wieder, ne? Ist ein Vorabschweiß. Ich komme da nicht durch, ich bin zu dick. 15. Ist mein bester Zombie bisher. Na, bleib da mal stehen, ne? So, ich werde mal schlafen gehen. Kann ich auch speichern. Dann ist wahrscheinlich auch schon die nächste Leiche da. Oh, fleißig. Vielleicht soll ich den sollte ich beim Bergwerk eigentlich einsetzen mit der. Der kloppt da schneller die Steine raus. Das wollte ich noch gucken, ne? Ob die. Was die denn da so machen können, außer. Ja, ich mache jetzt erstmal Dünger fertig und dann gucke ich gleich, wo ich die Zombies überall noch einsetzen kann. Ob die auch Erz schlagen können, zum Beispiel. Oder Kohle. Ja. Wo habe ich eigentlich Asche her? Achso, aus der Verbrennung, ne? Ja. So, 100 Dünger? Da freut sich doch der Garten. Ich bring da kurz mal hin, ne? Ich denke nicht, dass ich jetzt. Ich werde erstmal die drei Zombies behalten, die ich habe. Die Seele kann ich da noch rausholen aus der Leiche. So, mal den Dorf. Das andere bringe ich da hoch zu den Träubchen. Aber erstmal Leiche. Hier backe ich jetzt auch nichts rein, weil ich habe schon so viel da. Dann mache ich erst, wenn ich wieder. Aber das Grünzeug nimmt auch überhand, ne? Ist ja nicht so gut. Naja, das Blut brauchen wir auf jeden Fall. Fleisch brauche ich halt auch, ne? Eigentlich brauche ich das Fleisch.
Brauche ich den Schädel noch? Nee, eigentlich nicht mehr. Schädel brauchen wir nicht mehr. Brauche das Fleisch. Weil wir müssen auch die Burger machen und so. Vierer Schädel. Ja. Vielleicht, wenn da 5 Schädel drauf sind. Nee, doch nicht. 4. Ah, der Schädel macht das. Dann schießt es nicht eben besser hoch. Kommt den da wieder rein hier. So. Ist halt auch nur. Also für den Friedhof ist das nichts, ne? Weil die ist ja hier ausschlaggebend. Für den Friedhof würde ich dann wirklich nur die Leichen reinpacken, die halt gar keine roten Schädel mehr haben, um den zu verbessern. Naja, wir nehmen dann mal und holen die Seele raus. So, ja, die würde ich dann verbrennen mit der hier. Das übliche halt. Kann man eigentlich auch Zombies verbrennen? Stimmt, ne, wenn man die nicht mehr braucht. Achso, die Seele muss jetzt hier rein. Achso, Fleisch noch. Ich habe jetzt gar keine Dankbarkeit dazu bekommen. Geht halt nur 40 insgesamt. Und die anderen? Die verpuffen oder wie? Ja, dann rede ich mal mit dem hier, ne? Guck mal, was der so will jetzt. Aber die Seelendankbarkeit ist doch hoch. Was mache ich denn damit? Hä? Vielleicht muss ich mit dem reden. Hallo? Und jetzt? Habe ich jetzt Sinn oder was? Die noch eine Quest für mich nehmen, ne? Lächler, ne? Und der andere, wie hieß der? Hä? Was ist das denn? Was mache ich denn mit der Dankbarkeit? Mir einen Orden basteln oder was? Das ist das hier. Hier muss man die einsetzen und dann 40. Warum ist hier 4? Ich check's. Ah ja, das ganze DLC hier ist aber so. Weiß ich nicht. Ich check's halt einfach nicht. Lass mich kurz gucken. Hier steht irgendwas, ich muss mit einem Wagner quatschen. Der eine hat mir wohl gesagt. Ich habe das Mundglasfenster habe ich ja gemacht, ne? Das habe ich eingesetzt in die Kirche. Nachdem ich mit Jörg geredet habe, mit dem habe ich wahrscheinlich geredet, dann sagte mir, ich soll mit irgendjemandem quatschen. Das hat er bei sich nicht mehr aufgelistet. Und den trifft man am besten im toten Pferd. Der Wagner. Oder ich kann ihn kontaktieren am Briefkasten. Aha. Aber was das mit der Seelendankbarkeit zu tun hat, ich meine, ich habe da jetzt alles voll. Was soll ich denn da jetzt noch machen? Bringt mir ja jetzt nichts, ne? Ist ja einfach nur so eine kleine Spielerei, glaube ich. Tja. Was heißt das denn im Englischen? Im Deutschen findest du wieder gar nichts, ne?
Soul Gratitude oder so. Ach ja, tatsächlich. Keine Ahnung, vielleicht erschließt mich mir das, aber viele sagen, damit macht man nicht viel. Vielleicht kommt ja noch irgendwas für mich, eine Option, die ich jetzt nicht gesehen habe. Für mich ist das jetzt hier durchgespielt erstmal. Muss ich so mit Vanga-Sprache sprechen? Oder Vanga oder so? Naja. Guck mal, im Briefkasten. Der soll auch beim toten Pferd sein. Aber ich gehe erstmal zum Briefkasten. Vielleicht kann ich den ja irgendwie in den Brieftorb schicken oder so. Der soll mal vorbeikommen. Ja. Nee, ne? Das ist nix. Rotes Pferd. Dann gehen wir doch da mal hin. Vanga. Ist das der hier? Der wollte mit mir reden. Der ist ein Kapitän. Der hier? Hä? Nö, mit dem muss ich... Was ist der aber mit... Ah, das ist Wagner. Ja, ich habe Vanga gelesen. Ja, okay, Wagner. Ja, mit dem muss ich aber nicht... Quatsch. Ja. Hä? Dann geht's jetzt nicht weiter. Dann war's das. Aber ich müsste eigentlich noch... Das Buntglasfenster ist aber erst der erste Akt. Jetzt müsste eigentlich der nächste kommen in diesem Seelen... Seelen-DLC. Oder muss ich das hier machen für den? Vielleicht, nachdem er mir die Geschichte gibt, vielleicht muss ich ihm einfach Wein geben. Das ist doch kein Problem. Wein habe ich doch schon, oder? Dann mache ich das mal. Ich habe das einfach falsch interpretiert. Ich dachte, der gibt mir jetzt einfach irgendeine Geschichte. Aber vielleicht muss der mir das machen geben, damit er mit mir weiter quatscht. Keine Ahnung. Hier. Da haben wir noch einen Wein für ihn. Oh. Okay, ich bringe erstmal das weg, was ich hier habe. Guck mal, wir haben Fett. Wieso habe ich denn jetzt nur ein Blut drauf? Habe ich nicht aus zwei Leichen Blut geholt? Ich meine, ich hätte zwei Blut geholt. Ich müsste ein Leiche kein Blut geholt. Keine Ahnung. Muss noch mal gucken, ne? Habt ihr beiden? Ja, der Zombie, der läuft halt rum, ne? Aber aus dem habe ich doch auch das Blut rausgeholt. Ich aus dir Blut raus, ja? Aber aus dem Zombie habe ich garantiert auch das Blut raus, oder nicht? Tja. Okay. Ja, dann bleibt da erstmal liegen. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Wagner. Nein, nicht nach. Gut, dass es nicht funktioniert hat. Nee, ich habe schon wieder falsch gedrückt. Hier. Guter Wein ist mein Freund. Hier ist eine Geschichte. Okay. Doch nicht. Ja. Und jetzt? Ich habe irgendwie was verpasst. Sollte ich nicht die Seelendankbarkeit hochbringen und dann quatschen die wieder mit mir? Oder wie? Habe ich denn irgendwie verquatscht? Hä? Stehe ich nicht. Das Buntglasfenster habe ich hier oben eingesetzt. Hier, gut, ich zeig das hier. Das habe ich garantiert gemacht. Hier ist das schöne Buntglasfenster. Dann habe ich mit dem Jori gequatscht. Und was hatte der mir da gesagt? Irgendwas hatte mir der gesagt. Das muss ich jetzt nachlesen. Hatte der mich gesagt, ja, irgendwann mache ich das später? Ich meine, ne? Ah, okay, Souls. Gratitude braucht man für. Steht es hier sogar dabei. Für den Tick-Tree. Ah, okay. Dann muss ich da vielleicht irgendwas freischalten, damit es weitergeht. Ja, okay, dann mache ich das doch mal. Und dann habe ich ja voll komplett vergessen, dass das auch nicht steht hier, ne? Gut, dass es Internet gibt.
Damit man da nachlesen kann, wie man dieses Spiel spielt. So, hier, das da. Da war ich auch schon, da war ich noch gar nicht mehr so drauf, ne? Hier, dafür brauche ich die hier. Heilenthusiast, ja, genau. Das ist das nächste, was da stand, was ich brauche. Machen wir das doch mal. Da brauchen wir. Was brauchen wir denn da? Was machen wir denn da? Erweiterung. Heil von Stolz. Herstellen ferngesteuerte Handwerkskontrolle. Interessante Sache. Ja, finde ich auch sehr interessant. Ich sollte Lächler bitten, mir mehr über diese Fernbedienungstechnologie zu erzählen. Ah, jetzt haben wir eine Quest. Okay. Den habe ich komplett ignoriert hier, ne? Okay, hier ist dann... Ach, hier sind nochmal solche... Ah, okay, da muss ich einfach nur... Da muss ich erst ja nur Seelen heilen, wenn ich sowas die brauche. Okay. Ja, gut. Müsste ich... Ich habe jetzt noch 40. Da sind noch 15 und... Okay, einmal müsste ich noch eine Seele heilen, dann habe ich eigentlich alles hier... Kann ich das alles erforschen. Ah, hier kann man bessere Grabumrandung machen. Seelenbehälter 2. Seelenextraktor. Ich finde mit denen, die ich habe. Hier, das Mauerkrematorium. Das würde ich gerne haben. Dann kann ich da Leichen nämlich verbrennen. Und das andere, Seelenextraktor 3, 2. Brauche ich jetzt nicht, ne? Ich habe genug Seelen-Dingens hier. Gut, wenn ich das hier... Das muss ich wahrscheinlich dann um das hier... Dann geht die Geschichte wahrscheinlich weiter. Dann muss ich das machen, um die Geschichte weiterzumachen. Okay. Erweiterung Heilen von Zorn. Was habe ich jetzt? Der Heilen von Stolz. Heilen von Völlerei. Und die Hand, fängsteuerte Handwerkskontrolle. Mal drüber denn dies. So, ich gehe aber jetzt erstmal kurz schlafen, ne? Habe ich jetzt noch irgendwas hier drin, was ich loswerden muss? Das ist so eine Geschichte. Die Schädel nehme ich mal mit, weil dann kann ich das drum auch ausbauen. Ich glaube, ich werde mich heute nur im Keller aufbehalten. So, hier, Geschichte. Die.